Wir sind hier in Kalk, mitten auf der Dillenburger Straße. Und hier ist aus ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall passiert. Ein Mercedes-Benz ist mit einem Ford-Modell zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Es gab zu einer aufwendigen Rettung an dem Ford, weil durch das rasante Abbremsen nicht auszuschließen war, dass der Fahrer schwerer verletzt worden ist. Deswegen ist hier die Rettung sehr schonend gemacht worden. Die Seitentür wurde dabei herausgenommen. Vom Notarzt wurden zwischenzeitlich Medikamente gegeben und dann ist der Fahrer des Ford sehr schonend gerettet worden. Es handelt sich um einen Mann, Mitte 40. Die beiden Insassen des Mercedes waren zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren. Die sind wahrscheinlich mit dem Schrecken und leichten Prellungen davongekommen. Das Bild war, dass quer auf der Straße die beiden Fahrzeuge standen, Kräfte des Ordnungsamtes hier waren, erste Hilfe geleistet haben und dann haben wir das übernommen und sind hier eingestiegen, haben die Fahrer untersucht und konnten uns dann auch konzentrieren auf den Fahrer des Focus. Wir sind hier auf der Dillenburger Straße in Köln-Kalk, wo es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ist aus bislang ungeklärter Ursache ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen, nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta zusammengestoßen. Bei diesem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Der Ford Fiesta-Fahrer, 44 Jahre alt, erlitt schwere Verletzungen und musste aus dem Fahrzeug von der Feuerwehr befreit werden. Der 18-jährige Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen und der Beifahrer, 17 Jahre des Mercedes-Fahrers, kam unverletzt davon. Nach bisherigen Ermittlungen spricht einiges dafür, dass der Ford Fiesta-Fahrer eventuell nicht angeschnallt gewesen sein könnte, was natürlich auch dann die schweren Verletzungen mit sich bringt. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen natürlich unsicher unterwegs sind und auf den Anschnallgurt verzichten und dementsprechend dann halt sich diesem Risiko aussetzen, ja. Wir haben das VU-Team, also das Verkehrsunfallaufnahmeteam hier vor Ort eingesetzt. Das sind Kollegen, die darauf spezialisiert sind, die Spuren hier vor Ort zu sichern für ein beweiskräftiges Verfahren und um letztendlich auch der Unfallursache dann auf den Grund zu gehen. Es werden erstmal wird der Stand der Fahrzeuge genau festgehalten durch Fotos. Mit Sprühkreide wird auf der Straße markiert, wo sich die Fahrzeuge und welche Teile und welche Fahrzeugtrümmerteile sich auch befunden haben. Und später wird das Ganze dann noch vermessen und dementsprechend dann bei uns ausgewertet.